Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen heute bei meinem ersten Film in meinem neuen Fotostudio. Also ich stelle euch jetzt nicht das Fotostudio vor, sondern wir legen jetzt direkt mal los mit einem neuen Tutorial. Und zwar möchte ich euch heute mal mitnehmen in meine Trickkiste, die ich hier mal ausgebreitet habe. Ich habe hier mal jede Menge Sachen auf den Tisch gestellt. Das habe ich immer alles zusammen in einer Kiste verstaut und da sind ganz viele Dinge dabei, wo man sich fragen könnte, was hat das in einem Fotostudio zu tun? Wie zum Beispiel Salzsäure, habe ich ja schon in meinem Bild und in meinem Titel schon mal kurz erwähnt. Ja, was hat denn Salzsäure in meinem Fotostudio zu tun? Ja, und da gibt es jede Menge. Und das möchte ich euch in diesem Film mal zeigen. Bleibt einfach mal dran. Ja, es wird spannend und wir machen kleine Experimente hier. Und ja, ich würde sagen, wir legen nach meinem Intro direkt mal los. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder und ich würde sagen, wir legen direkt los. Und zwar im Fotostudio braucht man nicht nur professionelles Equipment, sondern man braucht viele Kleinigkeiten, die einem so den Alltag im Fotostudio erleichtern. Und da fange ich direkt mal mit einer Sache an, die für mich wirklich sehr, sehr wichtig ist, die ich fast bei jeder Kleinigkeit irgendwie verwende. Und zwar habe ich hier mal dieses Paket hier von der Firma Hama, und zwar ist das Fotoknete oder wie nennt man es richtig? Haftpaste, ja, Haftpaste halt. Und das ist tatsächlich extra für Fotostudios. Ja? Kann man mit Sicherheit auch woanders verwenden, aber ist halt für Fotostudios hier speziell. Kann man bei Amazon übrigens auch bestellen. Und zwar ist das dann hier in so einer Tüte verpackt, wird nie hart. Ja? Da wird man immer über Jahrzehnte Spaß dran haben, da passiert nichts mit. Und da kann man wirklich hier, ich habe hier auch hier nochmal eine zweite und eine dritte Kamera aufgebaut. Ich muss jetzt selber erstmal klarkommen, wo stehen jetzt die Kameras? Hier steht jetzt eine. So, und da kann man wirklich einen kleinen Knubbel von abmachen und kann dann so Dinge wie zum Beispiel hier, da kommen wir gleich auch noch zu, wozu das hier gut ist. Ich habe hier so einen kleinen Fingerhut, kennt jeder, der schon mal genäht hat, damit man sich nicht in den Finger piekst. Könnte man zum Beispiel jetzt hier so einen kleinen Knubbel dran machen und dann könnte man das meinetwegen jetzt hier einfach am Glas befestigen. Zum Beispiel, ja, ich zeige euch gleich mal, wozu das gut sein könnte, dass man das am Glas befestigt und hält. Fällt auch nicht ab, da kann man auch richtig große Sachen mit fixieren. Also ist wirklich sehr, sehr standhaft, diese Knete. Habe ich auch schon mal in einem anderen Film, wo ich mal diese Würfel fotografiert habe, gezeigt, diese Knete hier. Und die darf auf gar keinen Fall fehlen. Ich finde, das ist eines der wichtigsten Dinge in einem Fotostudio, die dann wiederum eigentlich auch was mit dem Fotografieren zu tun haben, ist speziell dafür gekauft. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, hier geht es auch um viele Dinge, wo man meinen würde, wozu braucht man das für ein Fotostudio? Komme ich relativ zum Schluss zu. Ja, dann zum Saubermachen. Was habe ich hier zum Saubermachen? Ja, Glasreiniger habe ich jetzt gerade nicht hier stehen. Das ist hier Breath Power Kalkschmutzentferner. Damit könnte man auch sauber machen, aber um die Glasplatte sauber zu machen, nämlich ganz normalen Glasreiniger, habe ich jetzt wie gesagt gerade hier nicht stehen. War alle. Wozu ich das brauche, sage ich gleich. Dann Zewa, ganz klar. Ja, brauche ich glaube ich nicht weiter erwähnen, damit man hier was sauber machen kann. Ich habe ganz normales Isopropanol. Ja, damit mache ich nicht nur meine Headbands sauber, ne? Meine Handpans, Instrument, was ich spiele. Damit macht man sowas zum Beispiel sauber. Aber man kann damit natürlich auch ganz hervorragend Glasplatten und alles Mögliche richtig entfetten. Dann ist wirklich jedes Fett von der Oberfläche weg. Und das ist teilweise auch sehr wichtig, wenn ich irgendwas fotografiere, damit ich hier keine Fettflecken auf den Platten habe. Klappt aber auch sehr gut mit dem Glasreiniger. Was ich auch immer benutze ganz gerne ist hier so ein Blasebalg, damit kann man mal feine Staubpartikel nochmal von der Glasplatte oder wo auch immer mal eben runterpusten. Genauso habe ich zum Säubern immer einen Pinsel parat liegen, ja, einen schönen weichen Pinsel, mit dem man mal eben was von der Oberfläche abpinseln kann, wenn das vielleicht schon alles schön aufgebaut ist, ich will es nicht mehr wegstellen, dann kann man drumherum nochmal so ein bisschen damit sauber machen, also so ein Pinsel. Der ist immer bei mir im Fotostudio dabei. Und wenn ich denn dann schon alles sauber gemacht habe und ich habe vielleicht eine Oberfläche vernünftig gereinigt und ich möchte vielleicht auch ein Produkt nicht mehr anfassen, weil ich das schon alles sauber gemacht habe,
darf natürlich auf gar keinen Fall Stoffhandschuhe fehlen. Diese weißen Stoffhandschuhe kriegt man bei Baumärkten, aber auch in Apotheken. Da sind sie dann ein bisschen filigraner und noch cleaner, aber ganz normale Stoffhandschuhe kann man auch bei Obi kaufen. Ja? So, und das sind wirklich die besten Handschuhe. Also ich würde jetzt keine Gummihandschuhe nehmen. Ja, da fettet auch irgendwie alles so ein bisschen und gibt auch Abdrücke auf Oberflächen. Genauso keine Bauhandschuhe oder so. Das sind diese schönen, weichen Stoffhandschuhe, die sind perfekt dafür. Und ja, jetzt komme ich mal dazu, wozu habe ich denn diesen Breath Power Reiniger? Den benutze ich tatsächlich nicht, um jetzt Oberflächen sauber zu machen, sondern wenn ich nämlich mal Wassertropfen fotografieren möchte, zum Beispiel hier auf so einem Glas. Ja, das ist jetzt extrem dreckig, dieses Glas hier. Ja, ich habe es jetzt nicht sauber gemacht, werde ich auch in diesem Video jetzt nicht machen. Ich glaube, ihr wisst selber, wie man Glas reinigt, aber vielleicht nicht womit. Weil, wenn ihr nämlich richtig schöne, feine Wasserperlen, ich blende euch auch mal ein Bild ein, ja, da habe ich schon mal sowas fotografiert mit ganz feinen Wasserperlen, fotografiere ich relativ oft, ne? Dann reinige ich das Glas auf jeden Fall erstmal ganz normal mit Spüli und mit Wasser, mit heißem Wasser dann in der Küche. Dann ist das schon mal vorgereinigt. Anschließend gehe ich aber dann her und sprühe dieses Glas mit diesem Kalkschmutzentferner nochmal richtig ein und poliere das nochmal mit einem Mikrofasertuch. Ja? Dann ist das auf jeden Fall komplett entkalkt und sauber. Und dann ist das Glas hervorragend vorbereitet, um damit wunderschöne Wassertropfen zu erstellen. Wenn es dann trotzdem mal nicht funktioniert, dass irgendwie das Glas diese Wasserperlen nicht annimmt, also es läuft dann doch alles zu schnell weg, dann gibt es noch einen weiteren Trick. Und zwar, da habe ich nämlich das nächste Produkt, was ich hier stehen habe, nehme ich ganz gerne Imprägnierspray dafür. Ja, für Lederschuhe oder für Leder. Anziehsachen, irgendwas, wie auch immer, alles was aus Leder ist, gibt es ja dieses Imprägnierspray. Und dieses Imprägnierspray, das kann ich auf dieses Glas aufsprühen, dann aber richtig, richtig sauber polieren. Kann man also auch mit Zewa machen. Und das muss natürlich von der Oberfläche komplett wieder weg sein und muss so richtig einmassiert werden, sage ich mal. Und dann garantiere ich euch, dann bleiben eure Wasserperlen auf jeden Fall auf dem Glas haften und laufen nicht einfach runter. Ja? Also für Wasserspielchen mit irgendwelchen Perlen, mit Wasserperlen, Wassertropfen, super dieses Breath Power. Also muss jetzt nicht Breath sein, irgendein Kalkentferner. Dazu dieses Imprägnierspray. Wunderbar funktioniert das. Als nächstes Spray, jetzt gehen wir mal vom Reinigen weg. Ich denke mal, mehr brauche ich zum Reinigen nicht erzählen. Wenn wir denn mal hier, ich habe jetzt hier, nee, das ist die falsche Dose, wo habe ich sie? Ach so, hier habe ich übrigens noch was. Autopolitur kann man auch verwenden als Ersatz für Imprägnierspray. Auch damit könnt ihr euer Glas so richtig aufpolieren und hat einen ähnlichen Effekt. Ich bin aber eher ein Favorit von dem Imprägnierspray. Geht aber, wie gesagt, auch mit Autopolitur. So, ich lege das alles mal so zur Seite, damit ich weiß, wo ich schon mal war. Diese Dose wollte ich euch jetzt vorstellen. Und zwar ist das auch von der Firma Hamer und auch wieder extra für ein Fotostudio gekauft. Und zwar ist das ein sogenanntes Matt-Spray. So steht es hier auch drauf von der Firma Hamer Matt-Spray. So steht es hier drauf. Das verwende ich immer, wenn ich in meinem Fotostudio hochglänzende Produkte fotografiere. Und ich es vom Licht her nicht hinbekomme, die Reflexion rauszubekommen aus diesem Material. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt mal diese Dose hier, die habe ich jetzt so hingestellt, um euch das mal zu zeigen hier, das ist einfach so eine Dose und die glänzt natürlich und hat immer, je nachdem, wo ich dann fotografiere, immer diese Lichtreflex hier drin. Dann kann ich das mit diesem Spray einfach einsprühen. Das kann man übrigens danach auch wieder vernünftig entfernen von der Dose, ja, das wird nicht für immer drauf bleiben, ist abwaschbar und ja, und dann glänzt das schlichtweg nicht mehr, aber die Farbneutralität bleibt komplett erhalten. Das ist also hochtransparent, nimmt einfach nur den Glanz aus der Oberfläche. Ja, kann man mal verwenden, benutze ich nicht besonders oft, ist tatsächlich auch noch relativ voll die Dose, ab und zu brauche ich es aber mal und das ist auch wirklich eine tolle Sache, ist nicht ganz günstig, ich weiß den Preis nicht mehr, ich habe irgendwie so 30 Euro im Kopf. Muss man wissen, ob man es braucht, ja, aber auf jeden Fall gibt es sowas. Ja, wichtig zu wissen, dass man sowas bekommt,
wenn man wirklich mal nicht weiß oder weiter weiß, wie kriege ich das denn jetzt hin hier, dass es nicht mehr so glänzt. Gut, dieses Isopropanol übrigens kann man auch wunderbar verwenden, um Produkte, also Lebensmittel zu fotografieren. Wenn ich nämlich mal zum Beispiel tiefgefrorene Lebensmittel fotografieren möchte, und ich möchte jetzt nicht darauf warten, dass sie jetzt extra auftauen, dann kann ich mit einer Pipette so ein bisschen rausholen aus der Flasche und ganz vorsichtig über die tiefgekühlten Lebensmittel drüber träufeln. Ja, meinetwegen, man will Himbeeren oder so fotografieren und die sind aber noch so richtig tiefgefroren, dann sind die ja so matt und man hat halt so einen weißen Schleier da drauf. Und dann sieht das so richtig frisch aufgetaut aus, beziehungsweise frisch gepflückt, sagen wir mal so. Kann man auch wunderbar mit diesem Isopropanol erreichen. Ja, gut, jetzt habe ich hier schon so einiges abgehandelt. Was man auch immer braucht, ist natürlich Panzerband in jeglicher Form. Das kommt bei mir ständig zum Einsatz. Manchmal ist es aber auch nicht gut, wenn man ein Panzerband nimmt, weil das Panzerband eventuell auf euren Teilen, die ihr fotografieren wollt, eventuell Klebereste hinterlässt. Da gibt es auch andere Kleber, ja, wie zum Beispiel dieser hier. Das ist so ein Teser, transparenter Teser hier. Und das ist auch relativ weich. Ja, das kann man also auch wunderbar nutzen, um irgendwas zu fixieren. Und der Vorteil ist, das geht wirklich ganz sachte wieder ab. Ja, das klebt nicht und lässt auch keine Rückstände auf der Oberfläche. Ist auch eine ganz schöne Sache, wenn man sowas da hat. Ja, dann, was haben wir denn jetzt hier noch für eine Flasche? Hier habe ich wieder eine Flasche, da ist einfach Wasser drin. Wozu brauche ich das? Ist doch klar, um mal ein bisschen Wasser zu erzeugen. Zum Beispiel als Effekt im Fotostudio, wenn ich vielleicht irgendwas fotografiere, dass da ein paar Wassertropfen durch die Gegend fliegen. Oder vielleicht um ein Model einzusprühen, damit das ein bisschen glänzt, damit da auch wiederum ein paar Wasserperlen drauf sind auf der Haut oder so. Und dafür braucht man schlichtweg einfach immer mal so eine Sprühflasche mit Wasser im Studio. Wo wir gerade dabei sind, wenn wir Fotomodelle besprühen wollen mit Wasser und das soll ein wenig abperlen von der Haut, brauchen wir so ein bisschen Körperöl. Ja? Ich habe hier so ein Körperöl drin, das ist ein ganz weiches, dünnes Öl, ganz dünn auftragen auf die Haut. Bloß nicht so, dass das so richtig matschig aussieht, sondern wirklich nur einen leichten Hauch auf die Haut schmieren und schon bleiben die Wassertropfen so schön auf der Haut. Ja? Also auch ein Mittel, was ich immer hier in meinem Studio, in meiner Trickkiste habe. Ja, was haben wir hier? Cockpit-Reiniger. Das ist immer wieder gut, wenn man irgendwelche Dinge fotografiert, die regelrecht den Staub magisch anziehen. Und zwar hat man das sehr gerne bei Kunststoff. Deswegen heißt das ja auch hier Cockpit-Reiniger, ist ja in der Regel aus Kunststoff. Und damit kann man wirklich Kunststoffteile einsprühen und richtig schön sauber wischen mit einem Stück Zewa oder wie auch immer, vollkommen egal. Und dann ist das erstmal ein bisschen, so in der Form imprägniert, dass der Staub nicht mehr so magisch angezogen wird. Ja, und man kriegt diese Oberfläche sehr sauber und clean auf jeden Fall hin. Ja, immer aber vorsichtig sein, nicht jedes Kunststoff verträgt das vielleicht, also immer mal an einer Stelle irgendwo ausprobieren, wo es vielleicht nicht auffällt. So, wir kommen immer weiter hier auf meinem Tisch. Wir gehen hier von links nach rechts und ich räume das mal so ein bisschen hin und her. Hier habe ich noch einen zweiten Pinsel übrigens. Ja, falls der eine mal verdreckt ist, habe ich einen Ersatzpinsel dabei. So, dann habe ich hier solche Strohhalme, die es ja mittlerweile gar nicht mehr zu kaufen gibt. Die sind ja aus Plastik. Und diese Strohhalme, die haben den Vorteil noch von früher, dass man die so schön knicken kann. Was kann man damit machen? Man könnte jetzt hier diesen Strohhalm irgendwo an so einem Stativ anklemmen mit irgendeiner Klemme. Da kommen wir übrigens gleich noch zu. Ich habe nämlich hier immer Klammern im Einsatz in jeglicher Größe. Können wir mal eben zwischenschieben. Diese Klammern sind absolut wichtig, dass man die im Fotostudio hat, in jeglicher Form. Insbesondere auch nochmal aus Holz. Da habe ich ganz gerne diese Wäscheklammern, die habe ich aus Holz. Damit kann man zum Beispiel was an Licht anklemmen. Also wenn wir irgendwie so Dauerlicht haben, das wird so richtig heiß. Diese Lampen, die werden ja wirklich sehr heiß. Da sollte man nicht unbedingt mit Plastikklammern arbeiten, sondern dann nimmt man diese Holzklammern. Und die werden auf jeden Fall nicht schmelzen oder sonst irgendwas, ja, oder anfangen zu brennen oder so. Also die werden ja schon mal sehr heiß, diese Lampen, und dann nehme ich gerne diese Holzklammern.
So, ja, dann könnte man jetzt meinetwegen diesen Strohhalm jetzt hier irgendwo in unserem Lichtset fixieren. Ja, geht jetzt vielleicht jetzt hier gerade nicht, doch geht. Und wenn ich jetzt mal ganz gezielt irgendwo etwas haben möchte, was ich fotografieren möchte, kann man das nämlich wunderbar, ich werde das jetzt mal hier fixieren und ins Bild bringen. Und dann kann man eben mit diesem Strohhalm ganz gezielt arbeiten und kann das im Lichtset dahin bringen, wo man das gerne haben möchte. Wo wir gerade dabei sind, wozu brauche ich denn sowas hier? Das sind nämlich so kleine Lego-Steine. Könnte man auch ganz normale Holzklötze nehmen. Ich benutze diese Lego-Steine sehr gerne dazu, um mal irgendwas zu unterbauen. Wie zum Beispiel, ich benutze immer mal wieder Reflektoren. Und diese Reflektoren in jeglicher Form sehen natürlich auch unterschiedlich aus. Zum Beispiel hier, ich glaube, das ist aus einer Verpackung von Negerküssen, wenn ich mich nicht irre. Kann man wunderbar nutzen und im Fotostudio einmal die goldene Seite und einmal die silberne Seite, ja, irgendwas anzureflektieren, ganz hervorragend. Oder hier so eine Spiegelfolie oder was auch immer, habe ich jegliche Art und Weise in meinem Fotostudio oder hier mal sowas Schwarzes. So, und wenn ich das jetzt in meinem Lichtset aufbauen möchte, dann nehme ich immer diese Klammern, zack, mache das einmal hier dran, das Glas stelle ich mal weg. Und dann kann ich das hier wunderbar so ins Licht reinstellen. Jetzt ist es aber vielleicht mal nötig, dass man das so ein bisschen kippt, weil sonst das Licht nicht an die richtige Stelle kommt. Dann nehme ich hier meine Lego-Bausteine und kann die einfach hier mit unter die Klammer drunter legen und schon kippt das Ganze nach da. Wenn mir das nicht hoch genug ist, nehme ich wieder einen Lego-Stein, setze den oben drauf, die kann man ja so schön fixieren, zack, sind die jetzt doppelt und dann kann ich das Ganze einfach noch steiler stellen. Ja? Das klappt ganz hervorragend, kann man wie gesagt auch mit Holzklötzen lösen. Ich finde das so klasse, dass die halt zusammensteckbar sind und dann hat man hier die doppelte Größe. Ja, und dafür brauche ich zum Beispiel die Klammern. Die Klammern braucht man auch, wie gesagt, in allen möglichen Formen. Ich habe zum Beispiel oben meinen Hintergrund, ja, damit mir der nicht immer so einfach ausrollt, wenn ich ihn oben dran mache, mache ich immer nochmal so eine schöne dicke Klammer oben dran und dann hält das, dann rollt nicht mein Hintergrund aus Versehen automatisch aus. Und da habe ich hier immer so überall in meinem Fotostudio jegliche Form von Klammern da. Die braucht man wirklich immer oder auch mal was am Stativ zu befestigen. Hier zum Beispiel seht ihr gerade mal so einen schwarzen Hintergrund, den ich jetzt hier nur mal aufgehangen habe, damit ihr jetzt gleich mal was sehen könnt, einen Effekt, ja, mal einen kleinen Trick hier gleich, was Rauch betrifft. Und dann, wenn man dann hier mal irgendwas hat, was man halt von hinten einen schwarzen Hintergrund braucht, dann kann man hier einfach mal sowas hier benutzen. Das ist aus so einer Klappbox, also ganz mega. Da ist oben so eine Lasche dran, ja, hier oben ist so eine Lasche dran, ganz hervorragend. Ja, so kann man es glaube ich ganz gut sehen, hier oben ist eine Lasche. Ganz hervorragend kann man das hier überall mal so dranhängen und dann hat man das mal eben kurz dahinter gehangen. Genauso könnte man das natürlich auch mit einer Klammer einfach befestigen. Aber ich finde diese Klappboxen, da ist so ein Stauraum drin, da kann man Sachen drin verstauen und gleichzeitig ist das zum Sitzen, ja. Kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen. Vielleicht verlinke ich das noch am Ende in meiner Videobeschreibung. Diese Boxen sind wirklich mega, kann man bei Amazon bestellen. Und diese Boxen habe ich hier auch in meinem Fotostudio in Gebrauch. Wenn ich zum Beispiel mal Hunde fotografiere oder wenn ich mal eine Person hinsetzen möchte, habe ich die in verschiedensten Stoffen aus so einem Teddystoff oder aus Leder oder wie auch immer. Und davon ist das Inlay davon sozusagen. Und die kann man ganz hervorragend auch im Fotostudio nutzen, weil die nicht glänzen und weil die das Licht schlucken und ist ein toller schwarzer Hintergrund. Gut, dann habe ich hier immer verschiedenste kleine Fläschchen mit so einem Sprühkopf drauf. Ja? Und zwar jeder Sprühkopf sprüht irgendwie anders. Der ist ein bisschen feiner, der ist ein bisschen gröber als zum Beispiel dieser Sprühkopf hier. Das ist einfach von einem Nasenspray und dieses Dingen hier macht richtig feine, ganz, ganz feinen Nebel, also Wassernebel oder ja, so ein Sprühnebel, der eignet sich ganz hervorragend dafür, um auf einem Glas zum Beispiel Wassertropfen aufzubringen. Ich kann ja mal zeigen, was passiert, wenn ich das jetzt mache. Sieht ganz gruselig aus. Hier läuft das sofort runter und das sieht einfach nur dreckig und matschig aus. So ein Glas ist jetzt, dieses Glas ist komplett unbehandelt. Das funktioniert natürlich bei so einem Glas nicht. Ne? Das muss, wie ich das ganz am Anfang gesagt habe, richtig perfekt gereinigt sein. Erfahre auf diesem Kanal noch mehr über die Grundlagen und Geheimnisse der Fotografie
und die anschließende Bildbearbeitung in Adobe Photoshop und vieles mehr. Abonniere diesen Kanal, um keinen Film mehr zu verpassen. Ich freue mich auf euch. Glycerin, ja, benutze ich eigentlich gar nicht mehr. Habe ich früher ganz gerne benutzt, wenn ich Wassertropfen erzeugen wollte. Ja, das funktioniert dann ein bisschen besser auf so einem unbehandelten Glas, wenn man es jetzt hier drauf sprüht. Jetzt habe ich es daneben gespritzt, um jetzt hier so einen Wassertropfen zu erzeugen. Wenn man vielleicht ein Glas nicht vorher gereinigt hat, geht das ein bisschen besser als Wasser. Da ich aber meine Gläser immer vorher reinige, benutze ich dieses Zeug eigentlich gar nicht mehr. Ja, ich habe es zwar noch in meinem Studio mal mit hier in meiner Trickkiste drin, aber ich brauche es eigentlich nicht mehr. Wozu habe ich denn überhaupt hier diese Gläser stehen? Das ist nämlich die nächste Sache. Diese Gläser hier habe ich in verschiedensten Größen. Einmal in der Größe, einmal in der Größe. Ich habe auch noch andere Größen. Und ich habe immer 4 Stück davon. Warum 4 Stück? Jetzt habe ich hier nur 2, aber da habe ich nochmal 2 von, genauso wie von der Größe habe ich dann halt auch insgesamt 4 Stück. Die nutze ich immer dazu, um Glasplatten aufeinander zu schichten. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf dieser Platte, die ich jetzt hier liegen habe, eine Glasplatte fixieren möchte oder stellen möchte, damit ich von unten drunter noch Licht kriege und oben möchte ich das Produkt drauf bringen, dann nehme ich immer diese Gläser und setze die sozusagen eins hier hin, eins dahin, eins dahin, eins dahin und dann lege ich da die Glasplatte drauf. Zum einen habe ich den Vorteil, dass wenn ich durch die Glasplatte durchfotografiere, sieht man dieses Glas nicht, weil Glas und Glas erkennt man so jetzt erstmal nicht. Ich habe keine Reflexion, irgendwelche farblichen Verschiebungen oder sonst irgendwas und ja, eignet sich ganz hervorragend, um ein bisschen was zu unterbauen. Ja? Dafür habe ich diese Gläser immer in meinem Fotostudio. Genauso habe ich auch diese Klötze in jeglicher Form in meiner Trickkiste. Denn man kann sie zum einen so hinstellen, man kann sie so hinstellen, man kann sie aber auch so hinlegen. Ja, ich habe die in verschiedenen Höhen. Auch das nutze ich dazu, um zum Beispiel was zu unterbauen, um wieder Glasplatten vernünftig hinzustellen, damit ich von unten nochmal irgendwelche Hintergründe unterlegen kann. Genauso kann man da natürlich auch wieder irgendwas gegenlehnen oder wie auch immer. Diese Holzklötze sind auf jeden Fall auch immer in meinem Fotostudio in Gebrauch. Ja, dann wird sich das jetzt hier so langsam mal lichten, hier die ganze Geschichte. Ich habe hier immer noch meinen Fingerhut, wozu ich den brauche. Kommen wir gleich zu. Und dann habe ich hier gleich noch 2 ganz ominöse Glasflaschen oder ja, so mit so einer Pipette drin. Da steht einmal S und einmal A drauf. Was das jetzt gleich heißt, das verrate ich euch. Das eine ist nämlich Salzsäure. Und wozu braucht man Salzsäure im Fotostudio? Die Spannung hebe ich mir für den Schluss auf. Wir machen erstmal weiter. Und zwar habe ich jetzt hier noch Draht, grünen Draht, kann man auch silbernen Draht nehmen oder wie auch immer. Das nutze ich auch sehr oft, um irgendetwas zu fixieren in meinem Fotostudio. Und ich werde in der nächsten Zeit mal ein Video machen, wie ich so einen Flying Burger fotografiert habe. Das Bild blende ich euch jetzt auch mal ein. Und für dieses Bild habe ich diesen Draht benutzt und wozu dieser da jetzt gut war, das werdet ihr dann in irgendeinem der nächsten Filme sehen. Ich habe ja gesagt, ich möchte ein bisschen mehr in meinem Fotostudio machen. So, und das gleiche geht auch mit Nylonband. Der Vorteil ist, das ist halt durchsichtig. Kann man auch wunderbar mal irgendwas hier von oben runterhängen lassen und dann ja, fliegend fotografieren. Ja, auch sehr praktisch, gehört auch in jedes Fotostudio meiner Meinung nach. Jetzt gehen wir immer weiter. Ja, ich habe hier nochmal so ein paar Zahnstocher, die sind ganz gut dazu da, um mal irgendwas, wenn ich jetzt irgendwas schon fertig auf meinem Tisch liegen habe und ich will jetzt nur mal minimal ein bisschen irgendwas verschieben, dann nehme ich die ganz gerne, um ein bisschen genauer zu arbeiten. Okay, ist ja schon ein bisschen nerdig, die ganze Geschichte, ne? Gut, dann habe ich hier Vaseline. Vaseline nutze ich ganz gerne für Effekte. Man kann diese Vaseline wunderbar auch auf einem Stück Glas schmieren und dieses Glas dann vor dem Objektiv halten und dann genau gucken, wo ich dann so verschwommene Effekte haben möchte. Vielleicht auch mal ein Thema zu einem Film. Dazu benutze ich es eigentlich ausschließlich, Vaseline, um damit Wischeffekte in einem Bild zu erzeugen. Direkt beim Fotografieren kann man natürlich auch in Photoshop machen. Ich bin ja ein Freund davon, das immer gleich schon direkt beim Fotografieren zu erledigen. So,
habe ich auch schon mal einen Film zu gemacht, wo ich, oder beziehungsweise ich habe es schon mal in einem Film erwähnt. Mikrofasertuch, klar, zum Reinigen. Gehören ganz viele bei mir ins Studio, da kann man nie genug von haben. So, dann habe ich hier sowas, das ist Kunststoff. Das ist so ein Schnellhefter, den habe ich einfach zerschnitten, so gebogen, dass ich den jetzt so habe. Wunderbar, kann man das irgendwo wieder fixieren. Und wenn ich jetzt mal so einen Wassereffekt machen möchte, da kommt so ein Splash, so ein Wassersplash, der muss genau an einer ganz bestimmten Stelle, muss der ankommen. Denn fixiere ich das irgendwie mit Klammern wiederum, irgendwo. Und jetzt möchte ich meinetwegen dieses Glas hier, da möchte ich jetzt, dass da halt ein Wassersplash drauf spritzt. Dann kann ich das genau so fixieren, dass ich jetzt hier oben Wasser reinkippe und das Wasser fliegt dann gegen das Glas. Dafür nehme ich ganz gerne immer auch schon wieder solche Gläser, damit ich nicht gleich so ein ganzes Glas da reinkippe, sondern nur ein ganz bisschen, ja, so vielleicht halb voll. Und dann kippe ich das da rein, mache das wieder ein Splash. Auch wieder ein Film, den man mal wieder machen kann, hebe ich mir auf für einen speziellen Film. Das Gleiche kann man allerdings auch hiermit machen. Die habe ich in verschiedenen Größen, so kleine Trichter hier. Und kann man genau das Gleiche mitmachen. Ist einfach nur ein anderer Splash, der dabei rauskommt. So, das war es erstmal dazu. Als nächstes zeige ich euch jetzt, wozu ich diese beiden Flaschen brauche. Ich habe hier dazu nämlich noch eine zweite Flasche, eine letzte Flasche, die ich euch zeigen möchte. Da steht Smoky drauf. Also Rauch. Beides hängt miteinander zusammen. Beides macht das Gleiche, eben nur auf eine andere Art und Weise. So, und das hebe ich mir, wie gesagt, zum Schluss auf oder bis zum Schluss. Immer dann, wenn ich im Fotostudio irgendetwas fotografieren muss, was qualmen muss, benutze ich ganz gerne was anderes als den natürlichen Rauch, der entwickelt wird oder Qualm. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kaffee fotografieren muss, dann könnte ich ja jetzt sagen, oder man könnte jetzt der Meinung sein, ja, warum fotografierst du jetzt den Kaffee nicht einfach direkt heiß, dann qualmt er ja. Ja, kann man machen. Dann musst du aber auch alles direkt perfekt haben und alles muss perfekt stehen. Das Licht muss perfekt sein. Ja, und das ist selten der Fall. Und in der Zeit, wo man dann noch irgendwas hin und her rückt, ist meistens schon alles zu spät und es qualmt nicht mehr. Und das ist mit dem Essen genau das Gleiche, wenn man Lebensmittel fotografiert. Und aber wie gesagt, hier gibt es auch so eine Dose, damit kann man einfach Rauch erzeugen, indem man halt mal eben vorher ein bisschen schüttelt. Ist speziell tatsächlich auch wieder für ein Fotostudio gedacht, ja. Und dann sprühe ich das jetzt einfach mal hier. Ich muss ja mal gucken, sieht man das jetzt? Sowas muss natürlich von hinten durchleuchtet sein, weil ansonsten sieht man es auf der Kamera nicht. Ich muss jetzt mal schauen, ob man es hier so sieht. Ja, ja gut, jetzt bin ich ja hier auf der Kamera, bin ich ja jetzt mit meinem schwarzen Oberteil hier im Weg. Dann sieht man das vielleicht auch. Ich sprühe da jetzt einfach mal ein bisschen was rein. Und dann sieht man es wahrscheinlich schon ganz gut. Ja, und wenn ich denn jetzt da was reingesprüht habe, dann mache ich das in der Regel so, dass ich erstmal direkt hier was drauflege, so, dass das alles abgedeckt ist. Und lasse das erstmal ein bisschen ruhen da drin. Und dass erstmal drumherum alles an Rauch weg ist. Jetzt nehme ich das mal runter hier. Und jetzt sieht man, wie dieser Rauch so allmählich da rauskommt. Ich bin da aber nicht so richtig begeistert von. Ja, man kann jetzt so ein bisschen so machen, ja, oder wie auch immer, oder hier mit irgendwie so einem Reflektor mal ein bisschen rumwirbeln und dann kommt der Rauch so ganz langsam da raus, ja. Muss man wirklich ein bisschen nachhelfen. So, viel besser, meiner Ansicht nach, das kann man vielleicht benutzen, wenn man mal ein bisschen mehr Rauch braucht. Hier, richtig, jetzt will ich mal richtig Nebel erzeugen. Ja, man sieht, das sieht wunderbar aus, man sieht es jetzt auch auf der Kamera hier, ja. Man muss, wie gesagt, immer ins Gegenlicht gucken, dann sieht man Rauch auch erst. Ansonsten kann man das gar nicht sehen. Und wenn ich aber ganz gezielt Rauch erzeugen möchte, und der muss wirklich von einer ganz bestimmten Stelle kommen, ja, und der soll ganz allmählich, so ganz gemütlich da rausfließen, aus irgendeiner Kaffeetasse oder wie auch immer, dann nehme ich eigentlich auch nicht dieses Spray hier. Ja, ich habe das früher sogar mal mit heißen Kartoffeln gemacht. Also ich habe eine Kartoffel gekocht, die qualmt ja relativ lange und dann habe ich die halt in so ein Glas oder in so eine Tasse reingelegt und dann qualmt die. Der Nachteil an so einer heißen Kartoffel ist, dass das richtiger Wasserdampf ist und wenn man da mal
eine zu kurze Belichtungszeit nimmt und dann mal ganz nah an diese Aufnahme reinzoomt, dann sieht man die einzelnen Wassertropfen. Und das sieht dann, ehrlich gesagt, nicht so toll aus. Deswegen habe ich dann irgendwann mal gesagt, nein, so Kartoffeln nehme ich nicht mehr dafür. Und deswegen dann für gröbere Sachen nehme ich das Spray hier. So, und jetzt kommen wir ganz zum Schluss hierzu. Und wer mal in Biologie aufgepasst hat in der Schule, der kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass Salzsäure und Ammoniak in Kombination Rauch erzeugt. Man darf es allerdings nicht direkt miteinander verbinden, sondern man muss einen Abstand da halten. Ja? Also, das bekommt man in Apotheken. Ja? Einfach in eine Apotheke gehen und sagen, ich hätte gerne ein kleines Fläschchen Salzsäure und ein kleines Fläschchen Ammoniak. Man bekommt in der Apotheke sowieso nur die maximale Stärke oder Prozentzahl von Salzsäure und Ammoniak. Und das, was ihr in der Apotheke bekommt, das nehmen. Ja, die maximal, ich glaube 75% und ich kann es gar nicht mehr ganz genau sagen, wie viel Prozent jetzt hier drin sind. Ist also hochprozentig auf jeden Fall. Ja? So, auf jeden Fall, man nimmt jetzt mit dieser Pipette, man kriegt diese Fläschchen mit Pipette auch in der Apotheke und dann kann man sich die da voll machen lassen. So, und wenn mal die Apotheke fragt, wozu brauchen Sie denn jetzt Ammoniak und Salzsäure? Ja, um im Fotostudio Rauch zu erzeugen. Und wenn die Apothekerin schlau ist, dann weiß sie, dass das funktioniert. So, und jetzt könnte man zum einen so hergehen und sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Tropfen hin. Wichtig ist, dass man die beiden Tropfen nicht zusammen mischt, sondern einen Tropfen mache ich dahin und einen Tropfen mache ich auf der anderen Seite oder in der Nähe, sagen wir mal so. Man sieht schon, wenn ich jetzt hier in die Nähe komme, was passiert. Es fängt an zu rauchen. Das ist dieser chemische Effekt, der hier zustande kommt. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Ich halte das mal hier so vor. Sieht man es jetzt? Einmal in der Kamera sieht man es, glaube ich. Ich hoffe, man sieht es. Ja, man kann es nicht sehen, weil ich habe jetzt hier kein Licht vor dem Hintergrund. So müsste man das jetzt eigentlich sehen, dass das qualmt. Ich kann das auf meinem eigenen Monitor jetzt überhaupt nicht sehen. Von daher gesehen, ist das hier Glückssache, dass ihr diesen Qualm jetzt sehen könnt. Da steigt auf jeden Fall jetzt hier gerade, ich stelle das Glas mal hier so hin. Ja, jetzt müsste man das eigentlich besser sehen. Und dieser Qualm, der jetzt erzeugt wird, der qualmt sehr lange. Ja? Also da hat man wirklich genug Zeit, um jetzt hier Fotos zu machen. Ja, ist vielleicht ein bisschen wenig gewesen. Jetzt haben wir ja noch diesen Fingerhut hier. Den habe ich ja auch noch hier liegen. Den benutze ich auch relativ oft, um ganz gezielt irgendwo Rauch zu erzeugen. Dazu bediene ich mich wieder meiner Fotoknete. Ist auch ein schöner Trick, den man hier machen kann. Nehme ich die Fotoknete, mache mir ein Stückchen davon ab. Muss ja nicht viel sein, wirklich nur minimal. Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das ist wirklich, man kann es kaum sehen. Ja? Ganz, ganz, ganz bisschen Fotoknete. Die mache ich jetzt hier an meinen Fingerhut dran und klemme den Fingerhut jetzt von innen ins Glas. So, und das hält auch, da fällt nichts runter. Und jetzt haben wir ja vorher das Problem gehabt, dass das ganze Glas irgendwie qualmt und nicht nur an einer Stelle. Jetzt soll hier aber nur an einer Stelle so ein bisschen Qualm rauskommen. Und dafür kann man diesen Fingerhut ganz gut benutzen. Ja, ich mache jetzt hier wieder einen Tropfen rein. So. Und wenn man die beiden Flüssigkeiten zusammenführt, also sprich, die berühren sich und vermischen sich, dann entsteht schlichtweg kein Qualm. Dann bleibt der Qualm einfach nur weg. So, und hier so ein bisschen. Jetzt schaut mal. Ich hoffe, man kann es wieder sehr gut sehen hier. Da kommt jetzt wirklich gezielt, nur aus dieser einen Stelle, kommt jetzt der Rauch raus. Nicht aus dem ganzen Glas. Und das ist wirklich mega. Da kann man so gezielt seine Effekte in seine Produkte mit einbauen. Und ich werde, habe ich ja vorhin schon gesagt, mit diesem Draht werde ich demnächst mal so einen Flying Burger fotografieren. Ja? Und da werde ich auch den Burger ein bisschen qualmen lassen. Und da werde ich dann diese beiden Sachen hier auch für verwenden. Habe ich auf meinem Bild, was ich euch jetzt nochmal eben kurz einblende, übrigens auch so erzeugt. Mit diesem Salzsäure und mit Ammoniak habe ich diesen Rauch erzeugt. Und ihr seht schon, wunderbar. Und es qualmt und qualmt und es qualmt auch noch in 10 Minuten. Liebe Zuschauer, ich bin durch mit meiner Zauberkiste oder Trickkiste, wie man das auch mal nennen möchte. Und ich hoffe, euch hat dieser Film gefallen.
Macht euch eine Liste, geht mal in irgendeinen Laden und kauft euch mal das eine oder andere, was man vielleicht im Fotostudio braucht. Ja, also das hat sich bei mir auch über Jahre angesammelt und man lernt ja auch immer dazu. Ja, ich bin ja auch nicht geboren und weiß hier alles und was brauche ich im Fotostudio und was nicht. Ich habe selber mal hier und da auch mal was gesehen und habe mir das besorgt und bin ganz begeistert und nutze es seit Jahren. Ja, und ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Okay, wir sehen uns im nächsten Film. Ich schaue mal, was es dann für einen Film gibt. Vielleicht stehe ich wieder hier und ich zeige euch nochmal andere Dinge, die ich hier in meinem Fotostudio verwende. Schreibt mir mal Kommentare, ob euch das interessiert. Wenn ja, mache ich das gerne. Wenn ihr sagt, nein, ich möchte jetzt unbedingt mal wieder einen Photoshop-Film sehen, mache ich auch gerne einen Photoshop-Film als nächstes. Alles klar. Daumen nach oben, wenn euch dieser Film gefallen hat. Unbedingt ein Abo hinterlassen und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Erfahre auf diesem Kanal noch mehr über die Grundlagen und Geheimnisse der Fotografie und die anschließende Bildbearbeitung in Adobe Photoshop und vieles mehr. Abonniere diesen Kanal, um keinen Film mehr zu verpassen. Ich freue mich auf euch.